Ich bin Laura Hottenroth. Mein Name ist Mieke Feldmann. Ich bin deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin und trainiere eigentlich schon jeden Tag ein- oder zweimal. Ja, ungefähr seit dem Studium, aber immer nur so hobbymäßig. Immer mal wieder, phasenweise dann auch gar nicht, auch mal jahrelang gar nicht, vor allem im Winter ganz wenig. Ich bin auf der Bahn zu Hause und versuche mich jetzt auch mal auf der Straße. Und jetzt als neues Ziel habe ich mir vorgenommen, einmal einen Halbmarathon in meinem Leben zu laufen. Erstes Ziel ist ankommen. Für morgen habe ich mir vorgenommen, dass ich ins Ziel komme mit einem guten Gefühl und also eventuell um den Sieg mitlaufen kann. Ich hatte ja vorher das Ziel, dass ich gerne unter 2 Stunden laufen würde. Ich traue mir schon zu, unter 1,17, 1,16 zu laufen. Ich bin absoluter Wettkampfneuling. Ich habe noch überhaupt keinen Wettkampf gemacht. Mit der Bahn habe ich angefangen, 5000, 10.000, 10 Kilometer und jetzt zum Abschluss ein Halbmarathon. Und dann im Dezember fängt es dann erst wieder an mit Cross. Und dann habe ich versucht, so mindestens 3-mal die Woche zu trainieren. An Laufeinheiten würde ich sagen, vielleicht ist nicht 12, 13 Stunden, plus das andere so 15 Stunden eventuell. Dann hat mir Mocky verraten, dass das ihre Lieblingsstrecke ist. Ich habe von einer Freundin gehört, dass die Stimmung hier beim Lauf super sein soll. Ich bin auch schon ganz aufgeregt, wie das auch funktioniert, mit irgendwie Kleiderbeutelabgabe vorher. Und dann steht man irgendwie in seinem Startblock und dann geht es irgendwann los. Und ja, also alles ganz spannend und aufregend. Nee, ich finde das gerade schön, dass halt so viele Breitensportler auch dabei sind und Freizeitsportler, also dass man Leistungssport und Breitensport so vermischt und an der Startlinie stehen Tausende von Läufern, die alle so das gleiche Ziel haben, aber mit einem ganz anderen Ausgangsniveau dort starten. Ich will es einfach einmal im Leben gemacht haben, um mir einfach zu beweisen, dass ich das kann. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es dann doch irgendwie ziemlich lang wird, weil 15 Kilometer kenne ich, das geht. Und ich habe es irgendwie auch mit einem Kumpel zusammen gemacht und morgen laufe ich halt ganz alleine. Also ich möchte nicht so gerne 21 Kilometer, also da mehr als 5 Kilometer alleine laufen, sondern ich finde es schön, wenn da sich eine Gruppe bildet und ich da mitlaufen kann. Ich habe mir jetzt vorher vorgenommen, die ersten 10 Kilometer eigentlich unter Puls 170 zu bleiben und kontrolliere das dann immer mal, anstatt halt jeden Kilometer die Geschwindigkeit zu kontrollieren. Ich hoffe ja auf das Runners High, das mich dann irgendwie so ins Ziel trägt. Ich stelle mir so ein bisschen vor, wie das ist, wenn man vielleicht da als erstes ins Ziel einlaufen würde. Das wäre auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Es geht richtig super, dann musst du schon beißen ab 16. Und dann irgendwann habe ich jemanden gefunden, der genauso schnell gelaufen ist wie ich. Und da bin ich, glaube ich, seit Kilometer 10 neben dem hergelaufen. Aber es hat auf jeden Fall viel mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Und ja, war cool. War anstrengend, aber cool. Ich habe es geschafft. Yeah.